ich sage auch gleichzeitig im Tunnel, wo er rausfuhr wieder. Das muss ich mal filmen. Ja. Der schreckt jetzt mit zu. Die geht mal gleich nach. Ja, weil es gibt halt, der hat auch so ein Anti-Wackel. Jetzt ein V-Fladenband von der Subway in New York. Das war die einzige Haltestelle damals für Unterirdische in Bielefeld. Genau. Und da hinten, wo der blaue Notausgang ist, da fuhr die Bahn wieder hoch. Ja, da macht es einen Schlenker und fuhr wieder zum Hauptmann und hoch. Hier geht's ein bisschen. Na gut, dass ich noch ein paar Chips eingesteckt habe. Ja, das ist immer wichtig, weil mein Film verbraucht das. Ja, da waren die DB-Spenden, die sind weiter. Das hilft sich aus. Fahrplan war außer Betrieb gesetzt, wir hatten keinen Fahrplan mehr, wir fuhren einfach nur, wie wir könnten. Oh, oh. Weil der Fahrer muss ja auch die Pause dann kriegen, natürlich ja, irgendwann. Ja, ja, ja. Und dann fuhren wir überhaupt nicht mehr den Fahrplan. Aber hat für uns Fahrer auch keinen Spaß gemacht, weil jedes Mal, da hat man den einen abgeschüttet, man fährt ein paar Meter weiter, steht der nächste wieder. Und dann ja, komm, lauf drüber. Jetzt kommen wir dann hier rüber. Wir wollen alle jetzt die Bahn kriegen. Ist das schon jetzt? Nee, die nicht. Wir haben mehrere. Wir fahren alle 10 Minuten, aber die wollen ja immer rüber. Ja, die sind das ist doch hier einfach eine Tür, kann man nicht hören. So, an alle, falls ihr Interesse habt, wir fahren jetzt ja von hier über den Betriebshof durch und dann geht es von dort wieder nach Hilse wieder.
Und dann könnt ihr einmal unseren Betriebshof sehen. Wenn ihr jetzt alle auf der linken Seite guckt, da ist unsere Bushalle, wo alle Busse für Bielefeld parken. Ja, eine ziemlich große Halle. Und dann fahren wir jetzt gleich weiter runter. Wo fahrt ihr denn jetzt mit uns hin? Ins Depot? Ja, natürlich. Ja. Ins Depot? Genau. Ja, der Fahrer muss die Lenkzeit sein. Wenn wir jetzt auf der linken Seite kurz stehen unsere Züge, die wir unsere Abstellanlagen haben. Wir stehen immer alle Züge, die in Bielefeld hier rumfahren. Das ist das Depot? Das sind die ganz gut. Ja, schön sind die neuen. Das sind die Mittel. Das ist so ein Langzug hier mit drei Anhängern jetzt. Und der hat jetzt den Mittelanhänger noch dazu. Ja. Ah ja. Jetzt geht es immer noch geradeaus. Genau, wir fahren wieder geradeaus unten raus. Wir haben da hinten auch nochmal eine Abstellanlage für die Straßenbahn. Da oben ist eine Werkstatt für die Stadtbahn. Die fahren da in der Halle rein. Und dann werden die repariert dort. Ja. Und da stellen wir auch. Und da hinten ist auch der Schleifwagen, der wo Mobil draufsteht, ganz groß. Ja. Das ist genau der gleiche wie der hier, umgebaut, aber der schleift die Gleisen. Ja. Der hat auch immer nur Wassertanks drin. So, dann fahren wir durch die Tür mit dem roten Punkt. Genau. Solange die Tür geschlossen ist, darf man natürlich nicht durchfahren. Natürlich haben wir das Schild heißt ja, dass wir da nicht weiterfahren. Jetzt macht er ein Signal, aber es gibt dann ein Signal, kann weiterfahren, aber ich müsste das zweite Signal auch noch abwarten, dass es blinkt. Das Tor jetzt schon die Ampel halt auf Rot und dann geht das Tor auf. Ja, der ist neu. Der ist neu. Und dann bin ich mit einer kleinen Bahn gefahren. Ja. Jetzt muss ich hier warten, gerade, dass es blinkt. Und dann dürfen wir weiterfahren. Hier ist auch nur eine Strecke, eine Betriebsstrecke, die fahren wir nur, um auf die Linie 3 auszufahren. Ja. Ja, die Störungen. Ja. Hier, ne? Also hier muss man noch richtig gucken. Hier, ja, ist ein bisschen aufpassen, aber die sind meist nur Anwohner, die hier wohnen, die hier durchfahren. Und die wissen das auch, die gucken auch. Wir müssen da beide zusammen gucken. Also welche Strecken fahre ich am liebsten? Ja, ich auch. Ja, das könnte immer so gehen, ne? Nur leider haben wir sehr wenig. Das Schöne ist ja auch in Bergen. Das ist toll. Guck dir das an. Oh, teilweise. Schön hoch hier irgendwo. Wow. Jetzt haben wir natürlich Fahrstraßen vor den Linienbahnen gekriegt. Das ist ja nicht schlimm. Weil wir fahren ja auf der Spur und fahren dann direkt. Okay, der lässt es aber rein. Wir stellen sich das hier einmal richtig schön, ne? Ja. Ja, damit die Fähre hochfährt, dann das sieht so gut aus. Was war das? Ja, er sagt, ich bin zu spät. Er hat meine Uhrzeit nicht geguckt, aber er ist zu spät, 2 Minuten. Ja, das Backsteingebäude. Ist auf beide Seiten. Jetzt müssen wir hier, jetzt ist ja oben so ein Sensor und dann geht die Schranke gleich auf. Pizzeria! Ja, geht auf.
Ah, jetzt haben wir natürlich so eine. Da haben wir auch ein bisschen Probleme. Das ist immer was Interessantes, ne? Hier. Das ist noch eine Frau, die habe ich ausgebildet. Ja. Dürfte ich das auch finden? Ja, das war nett. Dürkop-Werke? Genau. Ist das, hier das waren damals die Dürkop-Werke, wo Nähmaschinen hier gebaut wurden. Ach, ja. Lang ist her, ne? Ja, da war auch hier die ganze, das war auch alles damals. Aber das haben die alles abgerissen, neu gebaut. Hm. Ist das